geehrter Präsident, vielleicht seid ihr in Eile, doch leset diese Zeile, mit der mein Brief beginnt. Man hat mir heut gebracht die Militärpapiere, dass in den Krieg marschiere ich noch vor Mittwochnacht. Herr Präsident, ich bin gewiss kein Mensch geworden, um Menschen zu ermorden, das macht doch keinen Sinn. Ich will euch nicht empören, wenn ich ganz offen sage, der Krieg kommt nicht in Frage, ich werde desertieren. All meine Brüder sind gerannt in ihr Verderben, ich sah den Vater sterben, es weinte auch mein Kind. Die Mutter trug so schwer, sie ist von ihren Sorgen im Krieg verrückt geworden, sie leidet nun nicht mehr. Als ich gefangen war, sind sie ins Haus gekommen und haben mir genommen, die meine Liebe war. Wenn früh die Hähne krähen, will ich mein Bündel schnüren, ein neues Leben führen und auf die Straße gehen. Dann zieh ich ohne Ruhe vom Norden in den Osten, vom Süden in den Westen und schrei den Leuten zu: Verweigert den Befehl, kämpft nicht in ihren Kriegen, glaubt niemals ihren Lügen, der Frieden wär ihr Ziel. Ihr schwört im Parlament, man müsse Blut vergießen, so lasst das eure fließen, verehrter Präsident. Jagt eure Polizei mir nach, so lasst sie grüßen, sie könne auf mich schießen, weil ich gefährlich sei.